Herzlich willkommen zum Unboxing Teil 3. Das ist der zweite Teil der Sendung von vorhin, also des Pakets Nummer 2, was wir hatten. Und da schauen wir jetzt mal rein. Als erstes ist nochmal ein weiterer Pullover angekommen. Dazu muss ich ja nichts mehr sagen, den hatten wir uns ja schon im letzten Video angeguckt. Diesmal sind Kragenspiegel gekommen, das Modell ab 1940, so rum gehören sie, für die Infanterie. Eine SVT-40 Patrontasche bzw. Magazintasche aus gummiertem Segeltuch. Hier drin hat man dann, je nachdem was man hat, ob man nur Ladeclips hat oder halt Magazine, daher die SVT-40 Magazine Mangelware waren, haben die Schützen oft nur Ladestreifen bekommen, die sie dann in ihr Magazin reindrücken mussten. Dann konnten sie das ausklappen und ihre Clips besser lagern, ohne dass sie durcheinander kamen. Der Flaschenbezug. Modell 1938 in der Wintervariante. Das ist, wenn man sich das normale Flaschenholster oder den normalen Flaschenbezug anguckt, sind die erstmal nicht so hoch. Die hören dann hier schon bei der Naht auf. Und die sind auch nur aus einfachem Stoff. Hier sieht man das, das ist ein etwas dickerer Stoff für den Winter. Hat man einige Zeit ausgegeben, ist dann wieder verworfen worden, weil das eigentlich nur für den Postendienst sinnvoll ist. Wenn du ganztägig draußen bist, dann friert dir das so oder so zu. Hier haben wir dann nochmal ein einfaches Säbelgehänge ohne Schultergurt, wo man dann einfach sein bestehendes Koppelzeug erweitern konnte, das hier in den Koppel einführen konnte. Und dann den Säbel dementsprechend einfach befestigen und dranhängen. Und zu guter Letzt gibt es nochmal eine Kartentasche bzw. eine Offizierstasche. Die eigentliche Kartentasche ist leider noch nicht angekommen. Das ist eine sehr schöne Qualität. Freund macht da echt hochwertige Sachen. Vorne hat man einen kleinen Einschub zum Rausnehmen. Dort waren dann Stifte, Messwerkzeuge. Man konnte auch einen kleinen Kompass oder so noch mit reinstecken. Radiergummi, alles was man so brauchen konnte. Denn wenn man reinguckt, sieht man dann ein großes Fach. Und ein kleines Fach, im hinteren Kleinfach, war eigentlich immer noch eine Tasche eingesteckt. Eine Kartentasche, die man einfach aufklappen konnte. Und dann war da die Karte foliert schon drin. Zum Schutz der Karte, zum einfachen Rausnehmen oder Mitgeben oder Weitergeben an Späher. Und vorne hatte man dann genug Platz, um dann noch persönliche Sachen bzw. Schreibzeug und dergleichen mit einzustecken. Das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.